Servus. Ja, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, schon fast vergessen. Tut mir leid, dass jetzt 2 Tage nicht mehr Kingdoms Evolved gekommen ist. Ich habe momentan, ja, recht viel zu tun in Champions of Regnum. Und, ja, jetzt geht's weiter. Ich habe übrigens noch einen neuen Mod reingetan, das ist der Herr der Ringe Mod, weil ich einfach, ja, so Sachen zum Erkunden und so liebe. Und ich bin wahrlich positiv überrascht über den Mod. Der ist ja wirklich genial. Dafür müssen wir uns einen Ring machen. Nein. Ja, machen wir mal Gold. Der. Den Ring machen mit Goldnuggets. Mit Goldnuggets. Ja, gut. Toll. Das ist mal der billigste Ring, den wir machen können. Ich dachte, man muss irgendwas etwas Schweres machen. Dann komm, gehen wir dort heute rein. Außerdem gibt es noch eine Ankündigung. Wir machen Livestream. Also wir haben ja einen Test-Livestream gemacht, da ging das Bild nicht. Und ich habe dann einfach mal gedacht, ich probiere es mal mit Fenstermodus. Also mit Fensteraufnahme. Fenstermodus spiele ich dann auch nicht. Ihr werdet es auch nicht sehen, das Fenster. Und ja, dann schauen wir mal. Also ich räume kurz auf. Und dann gehen wir in die Herr der Ringe Welt. So. Gut. Dazu muss ich noch kurz hier die Nuggets rausnehmen. 8 Stück. So. Gut. Goldring. Dann müssen wir ein Feuerzeug mitnehmen. Da haben wir eins. So, ich möchte das schon hier machen, aber ich möchte nicht, dass das explodiert. Wie sollen wir das machen? Auf dem Baum. Sieht irgendwie komisch. Die Blätter sehen so komisch aus. Sind die anders? Merkwürdig. Der wächst immer noch nicht. Komm da auf den Berg. Das können wir dann gut wieder zusammenbauen. Das ist der Herr der Ringe Berg. Da machen wir einen großen. Ja, der Ring ist ja eigentlich schon da. Ja, mal schauen. Machen wir es auf dem Baum, auf dem Berg. Geht nicht. Wie habe ich denn das gemacht im Testmodus? Im Test, auf der Testwelt? Ja, ich will nicht. Hey, platzieren. Ja, ich bin ein bisschen erkältet und unter einer Grippe. Vor allem Gliederschmerzen habe ich. Tut mir kurz einfach leid. Ja. Toll. Müssen wir doch einen Labereimer benutzen. So, machen wir das mal hier hin. Gehen wir mal kurz. Ja, wie bekommen wir jetzt einen Labereimer über? Müssen wir kurz holen, hä? Schlimm, hä? Schlimm. Gut. So was von schlimm. Gehen wir eigentlich hier Lava suchen, oder? Ist am besten. Ich hoffe, es geht so tief runter. Ich will jetzt hier nicht allzu viel kaputt machen. Das ist doch unsere schöne Welt. Ha, wir haben schon. Gut, prima. Ah, das ist denn schön. So. Dann gehen wir wieder nach oben und weg.
mich so nicht drauf. Ach komm schon. Ja, toll. So. Gut, dann sind wir wieder oben und gehen die Herr der Ringe-Welt nach Mittelerde. Und ja, machen das so als Art Rollenspiel. Ich kann die Welt wahrscheinlich dann später auch mal wieder zurücksetzen und so. Aber ich möchte euch schon etwas bieten und ja, bin mal gespannt, wie so die Welt ist. Ich kenne sie nicht. Also ich bin kurz rein, bin dann wieder raus. Ich habe nicht viel. Aber man muss sie reinwerfen, stimmt. Muss ich sie anzünden? Komm, wir lassen die Lava so. Ich muss es reinwerfen. Ja, das ist auch schon einige Zeit her, seitdem ich das benutzt habe. Im Testmodus. So. Machen wir mal wieder zu hier. Ist gar nicht mal so schlimm. Tja. Eigentlich möchte ich hier rein. Müssen wir hier nochmal so ein paar. Kann ich gar nicht setzen. So, jetzt kann ich es setzen. Jetzt geht's. Und tschüss. Bis später, liebe Welt. Liebe Bauwelt, liebe Rollenspielwelt, liebe RVR-Welt. Der NPCs. Es ist ja nicht Spieler gegen Spieler, es ist Reich gegen Reichtum, RVR. Nicht Rühm gegen Rühm. Ja. Ah, ich bin ein Fan von Herr der Ringe, sozusagen. Also nicht ein guter Fan, aber einer, der jeder Film schon gesehen hat und es interessant findet. Auch wenn es ein bisschen komisch ist. Also ich mag es nicht so, das sei so irgendwie so ein bisschen blümchenhaftig. So geht's jetzt noch, oder was? Lange Ladezeiten. Ja, aber halt. Und wir sind hier. Wir kommen in Mittelerde. Drücke L, um das Mittelerde-Menü zu öffnen, welches die Karte Errungenschaften und vieles mehr zeigt. Oh, ganz Mittelerde. Können wir bereisen. Boah, es ist laut. Was ist denn los? Gut, dann gehen wir mal. Also, das letzte Mal bin ich in einem Baumgarten, eine Baumpflück, ja, Obstplantage gespawnt. Und jetzt bin ich irgendwo, ja, in einem interessanten Berg. Muss man den kennen, wenn man den Film geschaut hat? Oh, das ist, ja, so sieht man das nicht so gut. Das ist genau, wo ist das ungefähr? Weiße Höhen kenne ich jetzt nicht. Ah, Hobbingen. Hobbingen über Hügel kenne ich nicht. Hafgut, Dachsbauten, Scheren, Froschmorsten. Gut. Ein alter Wald. Oh, ich will in den alten Wald. Hügelgräberhöhen, die kennt man. Ja, dann müssen wir unbedingt dann nach Bre. Nach Bre unbedingt. Ja, ich bin heiß. Ich bin sehr heiß. Oh, dann geht es jetzt schief. Gibt es ein... ja, wie gut wir bei den Hopping beliebt sind und so. Dann können wir das auch ins Minus. Was war das? Das habe ich Schaden bekommen, das geht mir gar nicht. Ah, außerdem möchte ich gerne auf einfach setzen. Ich denke aber, das ist
Ja, dann müssen wir auf friedlich setzen. Mal schauen, ob die Gegner auch da sind. Weil das sind eigentlich alles Gegner, die made the hair and toes never fall out. Was? Okay, leider sind die das geschrieben ist auf Englisch, also die Sätze von den Leuten. Hast du Zeit für eine zweite Frühstück? Oh. Also ich denke, man kann alles rausnehmen. Ich habe jetzt keinen Minus oder Plus bekommen. Ich muss aber die Sachen mal... Gut, da haben wir noch die Sachen von letztes Mal drin. Also hier müssen wir die Sachen reintun wahrscheinlich. Also das ist wahrscheinlich wie hier der Backpack. Aber ich mache mal alles in den Backpack. Ja toll, kann ich das wieder rausnehmen? Ja gut. Ich möchte es nicht hier reintun. Ein rotes Buch, das müssen wir mal lesen. Feuerzeug, eine Werkbank brauche ich jetzt nicht. Portalgang können wir auch mal reintun. So. Ah, das ist das Questbuch. Gut. Okay. Lassen wir den auch mal kennenlernen. Ja, komm, machen wir das rein. So. Ja, gut, dann haben wir das auch noch. Können wir auch noch rein tun. Was geht denn das nicht rein? Dann halt so rein. Dankeschön. Die Dinge sind ein bisschen kompliziert. Gekochtes Kaninchen. Nein, danke. Rüben. Rübenpflaume. Rübe. Und Birne. Ein Bier. Nein, Apfelsaft. Blaubeer. Nehmen wir auch mit. Ist das auch? Nein, das ist von Minecraft. Das ist von Minecraft. Minecraft. Gekochtes Kaninchen. Nehmen wir auch mit. So, Marzipan. Nehmen wir mit. Müssen wir mitnehmen. Berry. Okay, wir müssen schon wieder zurück. Wir nehmen zu viel Essen mit. Schön, schön. Ja, also benutzt die Taften Left, Right. Was haben wir hier? Mordor, Gondor, Rohan, Isengard. Aha, und da sind die Bösen. Okay, wie kommt man jetzt wieder zurück? So. Gut, ja, eigentlich sollte ich jetzt nicht alles mitnehmen. Wir nehmen jetzt das mal mit, aber das Bier nehme ich mit. Gut. Danke, jetzt haben wir alles voll. Also ich werde sicher ein paar Mal dann zwischen den Aufnahmen zurückgehen, um alles auszulernen. Okay. Ich denke mal, man kann alle Plus machen, aber die vertragen sich dann nicht. Bin mal gespannt. Da sind noch Kinder. Okay, der Market in Stock. Das heißt Stock. Ist ein großartiger Platz zum Essen. Oh, dank gutmütiger. Du bist Drago Basler. Ich brauche mehr Essen für meine Onkel. Onkels. Sein 100. Geburtstag. Also seine Party für den 100. Geburtstag. Ja, ich will ihn nicht alleine lassen. Kannst du mir gebratenes Schweinefleisch bringen? Ja, machen wir. Ja, wir schauen einfach in den Häusern.
Dann sollen wir das selber braten. Wir schauen mal. Wir haben sicher gebratenes Fleisch hier. Ich habe irgendwo doch schon gesehen. Sonst mach, braten wir das ein bisschen, dann bekommen wir ein bisschen Reputations. Vielleicht können wir schon bald das tun. Da, ja, genau, da. Da drüben haben wir, glaube ich, nichts gehabt. Was ist das? Ah, das ist das. Der Kürbiskuchen, genau. Ja, dann gehen wir mal dorthin, okay. Ja, da ist noch eine Hobbithöhle. Da haben wir mal einen Farmer. Der hat hier irgendwas. Dein Haar an deinen Füßen fallen nie aus. Okay. Gut, da haben wir auch nur normale Sachen. Sehr interessant, Amat. Die Zweifußhöhle. I have relatives in Buckland. Es ist zwei Zeit für ein zweites Frühstück nochmals. Ein Buch. Da ist mal nix. Also richtig guter Mod, ich mag den schon jetzt. Das ist ein anderes Fleisch. Ich will den Marzipankuchen. Alles mitnehmen. Oh, Kirschlikör. Das muss ich mitnehmen. Pfeifenkraut. Ah ja, das ist auch sehr bekannt. Von den Büchern. Ich habe die Bücher alle drei gelesen, von den Normalen. Hobbit habe ich leider nicht gelesen. Ich bin zwar nicht so ein Bücherleser, ich mag es nicht so viel zu lesen, aber Herr der Ringe war natürlich Pflicht. Also, dürfen wir hier die schlagen? Ja. Gut, scheinbar schon. Irgendwie ist es so ein bisschen komisch. Haben die da echt ein Kampfsystem noch eingebaut? Das ist ja mal richtig cool. Also wir brauchen nicht mehr. So, dürfen wir die Öfen benutzen? Dann gehen wir kurz mal die Öfen benutzen. Muss mal ein bisschen rennen. Die Wege sind lang. Ja. Hobbit-Ofen. Ja, toll. Kohle. Mal sehen. Ganz normale Öfen einfach. Ah, kann man mehr? Das ist immer krass. Wenn jetzt alle gleichzeitig planen. Ne? Mal schauen, 15. Cool. Verbraucht nicht mal mehr. Und die gehen auch länger. Solche Öfen muss ich klauen dann. Ach, ich bin verliebt. Ah, auf diesen Berg muss ich nachher gehen. Oh. Okay, plus 15. Cool. Dragbos hat selben die mittlere Errungenschaft Hobbit-Freund erreicht. Lokaler Ordnungshüter erreicht. Erfülle eine Hobbit-Mini-Quest. Wow. So, super. Also, dann haben wir das schon mal. Ding, ich möchte gerne hier noch den Spawn markieren. Dazu muss ich da irgendwo den Ring finden. Der war irgendwo hier. Ja, jetzt haben wir das auf der Karte. Nee. Wo war das schon wieder? Toll, jetzt habe ich das vergessen zu markieren.
Nee, hier war es nicht. Da müssen wir nachher auch hin. Da ist sogar ein Baum, ein großer. Nett, nett. Also ich denke, es ist nicht niemals so groß wie im richtigen Mittelerde, aber es ist mal richtig, schon richtig groß. Ah, oh, Minas Tirith. Wenn die Minas Tirith gemacht haben, dann bin ich der Glücklichste. Müssen wir sofort hin. Nein, ich bleibe für euch ein bisschen in Hobbingen. Umgebung, einfach bei den Hobbits. Und wir machen Stück für Stück. Also würden wir irgendwie das Buch nach spielen. Nach Rollenspielen. Schönes Rollenspiel. Es ist ja ein Rollenspiel Let's Play und wieso nicht Rollenspiel auch ein bisschen in ja, mit Lehrer machen, oder? Finde ich mal sowas von genial. Also es wird eventuell schon oft Let's Played, aber ich denke, ein Rollenspiel Let's Play wird es noch nicht haben. Apfelhaub. Sorry. Meine Erkältung wieder. Kein. Doch einer. Ein Apfelsetzling. Müssen wir dann zu Hause anpflanzen. Wir machen zwischendurch natürlich auch ein. Ah, da beim Berg. Wusste ich gar nicht mehr. So, wir haben es gefunden. Also, ich werde es anpflanzen und ja, dann weiterhin Ding. Auf jeden Fall machen wir mal den Span. So. Und wir haben ja gesagt, wir gehen noch auf den Berg hoch. Da haben wir vor allem neue Birken. Das ist sicher auch neu. Auenlandkieferholz. Espenholz. Oh, Espenholz. Schön, schön. Da haben wir Weizengras. Oh, alles neu. Ein Texture Pack für das verwende ich jetzt nicht. Habe ich halt schlechtere Grafiken als andere Let's Player, aber ja, okay, die Texture Packs sind auch ein bisschen hässlich. Ich will aber da auch noch oben. Auenland wird nicht zerstört von mir. Ich bin ein gutmütiger kleiner Hobbit. Fühle mich als Hobbit irgendwie. Ah, ist das schön. So, was für schön. Ich könnte die Sichtweite eigentlich noch ein bisschen höher machen. FPS sind ja richtig gut. Jo, ein bisschen geht's runter, aber. Aber bitte ein bisschen mehr weiter. Komm schon. Muss ich einen anderen Mod noch hinzusehen, irgendwie. Es ist schon weit, aber. So begrenzt mag ich es nicht so. Wieso gehen jetzt die FPS wieder runter? Hat das so viel Einwirkung? Okay. Das Blatt muss weg. Fertig. Ich will ganz nach oben. Ja. Darüber. So. Nach ganz oben. Oh, pinke Baum. Das erinnert mich jetzt gerade an diesen japanesischen Waldbiom von Biomes Plenty da, der wir entdecken müssen. Kirschblütenbiom. Ah, wie schön. Also dann waren wir dort drüben und hier unten noch nicht.
Wir müssen unbedingt sehr viel markieren. Ich weiß schon, dass ich nicht überall sein werden kann, aber ich versuche es einfach mal zu markieren, wo ich war. Da haben wir Wildschweine. Ah. Wildschwein, du musst sterben. Ach, wie süß. Schön. Ach, Schweinefleisch nur. Aber die bekommen, von denen bekommen wir sicher Dinge über. Werden die auch respawnen? Ich hoffe schon. Eine Kastanie. Oh, wie schön. Was war das jetzt gerade? Ach, das ist auch voll. Okay. Stimmt, wir haben. Ich habe das letzte Mal nichts ausgeräumt. Da hat man nicht mal mehr Zeit zum Minecraft aufnehmen und ausräumen und so. Das ist wahnsinnig. Ich habe Projekte, die nie enden, also ich kann da auch nicht viel mehr machen. Ja. Gartenarbeit ist eine gute Zeit, um die den Tag vorüber zu machen. Ich kann da nicht so richtig gut übersetzen, weil ich es ja nicht so gut kann, Englisch. Also wahrscheinlich schlechter als ihr, eventuell. Also nicht ganz so gut. So. Oh, mit dem kann man reden, handeln. Das ist der Isagrim Highwart. Mit ihm reden. Handeln. Pfeifenkraut. Kaufen. Ich habe kein Geld. Oder mit was handeln wir? Fragezeichen. Brauchst du das? Okay. Fragezeichen Berg verkaufen. Da kann man ihm solche Sachen verkaufen. Okay. Was wechseln? Anhör. Wechseln? Ah, Geld wechseln. Okay, gut. Ich habe mich wirklich noch gar nicht über den Mod informiert. Nichts. Ich wollte mit euch zusammen das irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen erfahren über das Spiel. Ihr dürft mir natürlich helfen. Kein Problem. Aber ich möchte schon ein bisschen etwas kennenlernen. Und ich bin ja noch nicht so ein guter Let's Player, dass alle jetzt kommen und mich helfen. Das ist kein Problem. So, wir haben ja gesagt, dass wir hier irgendwo... Ah, da, die Hobbit-Höhlen haben. Dann ist das Hobbing? Nö, Hochwasser, das ist Wegscheid. Gehen wir dann nach Hobbing, hä? Und starten das Abenteuer. Ach, ist das schön. Ja, ich finde das eine super schöne Welt. Okay, dann starten wir dort das Rollenspielabenteuer. Jobhöhle. Ich hätte vielleicht gerne gewusst, was die übersetzt auf Deutsch heißen, wie die heißen und so. Oh, ein Streichholz. Die anderen Sachen könnte ich dann auch mal mitnehmen, aber. Ja, wir werden sicher oft auch hier wieder zurückkehren. Hammel, Blaubeere, Pflaume, Apfelsaft, Schinken, Bier, Zucker, Marzipan.
Ja. Muss ich wieder einen zum Reintun. So. Und es hat alles nicht so gut. Das Bier nehme ich auch mit Zucker. Marzipan. Ja, Zucker nicht. So. Schinken nehmen wir noch mit. Cool. Dann nehmen wir von Ihnen die Öfen mit. Schön. Ist das anderes Wasser? Sieht irgendwie anders aus. Auenland Hobbit-Werkbank. Ich kann von denen einfach alles mitnehmen. Cool. Schön. Ja. Gib mal wieder was rein. Ach komm. Apfelsaft. Was kann man nicht stacken, deshalb. Ja. Gut. Mann, dieses Mistzeug. So, dann will ich aber noch kurz. Ja, cool. Reden wir so an. Das sind wirklich keine Quests mehr. Okay, ja. Der Part ist 30 Minuten lang. Ich muss leider... Ja. Alles für den nächsten Part verschieben. Okay, wir haben eigentlich alles geschafft für diesen Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Schauen und... Ja, mal schauen, was wir dann entdecken und im Rollenspiel. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich so entdecken soll und ja, beginnen wir im Hobbingen dann im nächsten Part das Abenteuer. Okay, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basa. Tschüss.